Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen an der Strandpromenade der Orakelnixe zu einem schnellen Kraut- und Rübensalat, ein schnelles Orakel, mit dem wir die Karten ganz, ganz schnell flitzen lassen, zu wem sie wollen, wohin sie wollen, welche Botschaft sie auch immer haben für uns. Ich lasse es offen. Ich habe keine direkte Frage ans Universum, lediglich, welche Energien dürfen wir hier und heute erfahren? Ein schnelles Kraut und Rüben, mein Special. Ihr werdet sehen, wenn ihr es noch nicht kennt. Ja, ohne Zwang, ohne feste Rahmenbedingungen. Wir lassen sie einfach frei, den freien Lauf, so wie ich es am liebsten mag. Welches Kraut und Rüben dürfen wir denn heute erfahren, hier und heute, an der Strandpromenade der Orakelnixe? So, letzte Chance. Vorbei, der will nicht mehr. Am Unterdeck haben wir entweder eine Reise oder auch die Sehnsucht. So, das Licht hier ein bisschen drehen. Reise oder Sehnsucht. Schauen wir mal. Wo fangen wir denn an? Wir fangen genau hier einmal an. Das seht ihr gar nicht richtig, so wie ich das jetzt wahrnehme. Jetzt schieben wir es ein bisschen hoch. Auch die Beleuchtung könnte noch ein bisschen besser werden, so wie ich es sehe. Aber wir bekommen das hin. Noch ein bisschen drehen vielleicht. So, gut, los geht's. Ja, es geht um eine schwierige Verbindung oder schwierige Papierangelegenheiten wie Verträge, Kaufverträge, Verkaufsverträge, berufliche Arbeitsverträge oder sonstige Papiere oder auch eine Wiederholung oder eben eine zwischenmenschliche Verbindung, die hier ein bisschen in den Wolken liegt. Das heißt, es gibt hier Schwierigkeiten in einer Verbindung. Was ist denn hier los? Hier gibt es Hindernisse, Herausforderungen, Blockaden, die man überwinden darf. Ja, Lernthema, Herangehensweisen einer Problematik, einer Herausforderung. Wir haben den Blumenstrauß. Man möchte hier treffen, wieder neu aufleben lassen. Blumenstrauß liegt allerdings auf dem Kopf. Das heißt, hier ist jemand schon am Austrocknen. Ja, man lechzt nach eurer Verbindung. Ja, weil wenn wir die Vase umdrehen, dann läuft ja das Wasser raus. Ja, also man möchte hier wirklich wieder zum Fluss des Lebens kommen. Ja, wir haben hier ja den Bergfluss, ja, sieht man es so, ja, den Bergfluss, der hier herunterfließt. Und da möchte jetzt jemand hin auch sein Pferdchen tränken lassen, ja, auch das Pferdchen dürstet hier nach dieser Verbindung. Wir haben hier dein Gegenüber oder ein Gegenüber mit dem Fuchs, das heißt, ja, vielleicht ist es ein Stratege, vielleicht ist es auch ein kleiner Angsthase, auch wenn hier der Fuchs liegt, denn der läuft ja auch so ganz geduckt. Und ja, ihr wisst, Schnauze heißt Lug, Betrug, Unwahrheit, Misstrauen, Missgunst und so weiter. Und Rute heißt Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit. Ja. Also es kann sein, dass sich hier jemand immer wieder herausgestohlen hat, herausgezogen hat vor einer Verbindlichkeit oder eben auch einer zwischenmenschlichen Verbindung. Warum, wieso, weshalb könnten wir eventuell noch abklären. Schauen wir mal, was sich noch ergibt. Auf jeden Fall weiß hier jemand, dass so der Hase hier wohl nicht mehr weiter hobbeln wird, wie es vor dem Berg war oder hinter dem Berg, je nachdem, wo man jetzt lang reitet. Ach ja, die Vögel zwitschern es schon vom Dächlein, denn du bist hier die absolute Schönheit, die Fülle, der Blumenstrauß, ja, dich möchte man komplett haben, mit Haut und Haar, wenn man es so sagen darf. Ja, man möchte dich hier wieder treffen. Man möchte hier die Schmetterlinge im Bauch wieder fühlen, die glückliche Zeit. Ja, nicht mehr auf dem Trockenen sitzen und verdorren. Ja, ja, ja. Ja, es kann schon sein, dass hier jemand richtig sabbert wie ein Hund, dem man ein Leckerli vor die Nase hält und nicht gibt. Ja, so sieht es hier fast aus. Ach ja, und wir haben hier noch eine Dame. Wir haben hier den Baum, die Stabilität, die auf dem Kopf ist, auch die Unflexibilität, das Haus und noch eine weitere Dame.
oder die weibliche Energie, je nachdem. Also es kann sein, dass hier die Energie von deinem Gegenüberlein ist, die weibliche Energie, ja, ich mach mal gar nichts, hat hier vielleicht jemand gedacht, in dieser Verbindung oder derzeit schwierigen Verbindung, ja, ich ziehe mich erstmal raus, es wird schon alles die Zeit oder auch das Schicksal richten. Ja, so läuft es allerdings nicht. Die Aufgaben sind zu erledigen, wie in der Schule auch. Wenn man ein leeres Blatt abgibt, dann gibt es halt eine 6, vielleicht sogar noch mit Minus. Wer weiß. Ja, der Baum, die Heilung ist momentan auf dem Kopf. Das kann sein, krankheitstechnisch vielleicht auch ein Thema, das derzeit hochkommt. Die Gesundheit schwächelt, die Stabilität schwächelt, das Haus wird auf den Kopf gestellt. Alles Mögliche wird derzeit auf den Kopf gestellt und rausgeschüttelt, was vielleicht auch nicht mehr dienlich ist. Hier mistet jemand aus im Innern und im Äußern. Ja, vielleicht gibt es hier noch eine weitere Person, die hier mitspielt und die darf man genauso loslassen. Hier darf man flexibler werden, ja, und nicht mehr starr auf den Bedürfnissen oder dem Mangel sitzen oder eben auch von einer Abhängigkeit, je nachdem, um was es geht. Vielleicht gibt es ja auch Vertragsangelegenheiten, die hier eben zu einem Rückzug oder vielleicht auch auf Flunkereien hinaus ja, tendiert haben. Es könnte sein, dass man hier vielleicht auch dir etwas vorgemacht hat oder einer Drittenergie, wenn es diese wirklich gibt. Also hier war etwas noch nicht ganz so koscher und da darf man jetzt genau hinsehen, ob sich das jetzt in Heilung begibt oder was hier denn jemand so vorhat. Ich würde sagen, wir fragen noch das Tarot, was denn hier die Wolken zum einen bedeuten. Warum gibt es hier die Wolken auf? Das sind ein bisschen viele, aber wir nehmen die aufgedeckten. Die zwei lassen wir mal hier. Die Wolken auf dieser Verbindung. Schicksalshafte Verbindung, mal oben und mal unten. So wie die Wolken, mal hell, mal dunkel. Achterbahngefühle, die Zeit ist reif. Neues beginnt. Instabilität, schicksalshafte Veränderungen. Wichtige Aufgaben, wichtiger Schritt jetzt gehen. Neues beginnt, ein Wechsel. Es kann auch ein Perspektivwechsel sein. Und dann haben wir noch schnelle Entwicklung und Ergebnisse, Überraschung, Ideen, Impulse von außen, ungehinderte Entfaltung, viel Bewegung, Überraschung, Begegnung mit neuen Menschen, Neuanfang, zuverlässig, gutmütig. Stier, Jungfrau, Steinbock haben wir hier auch noch als Energie, muss nicht unbedingt der Sternzeichen sein. Ja, die Münzenenergie, das heißt geerdet, oder es ging hier vielleicht auch mit einer Drittenergie um die Münzen, das heißt ja um materielles, finanzielles, Geld, Unterstützung, Hilfe. Ja, vielleicht hat hier jemanden ausgeholfen in finanziellen, häuslichen Dingen, das könnte sein. Ja. Viel Bewegung. Okay, also hier darf man beweglicher werden in einer Situation. Ansonsten sehe ich nicht, dass hier irgendwie was liebestechnisch wäre mit einer etwaigen Trittenergie. Wie gesagt, es kann auch, so war mir die größte Intuition hier, viel mehr mit seiner Energie, mit seiner weiblichen Energie zu tun haben. Also eher die passive, die zurückhaltende. Und jetzt darf hier jemand mehr in die Gänge kommen, wenn auch langsam mit dem Segelboot. Ja, ist ja kein Motorboot, sondern ein Segelboot. Und je nachdem, wie viel Kraft man hat, zu rudern auch. Man kann ja mitrudern oder eben, wie der Wind bläst, dann darf es in dieser Geschwindigkeit vorangehen. Jetzt will ich noch kurz auf den Fuchs fragen. Was bedeutet denn der Fuchs hier? Glück in der Liebe, große Bereicherung genießen. Aha, hat jemand hier die Fülle nicht erkannt? Gute Gelegenheit, gutes Händchen. Ernte im richtigen Moment zufassen. Ja, es kommt mir hier wirklich so vor, dass hier jemand mehr in der Münzenergie war, nämlich mehr auf materielles Wert gelegt hat und du bist mehr im Gefühlsfluss. Das heißt, ja, hier kann jemand auch vielleicht schmerzlich erfahren haben, dass Geld nicht alles ist in der Welt. Okay, dann fragen wir noch die Drachen und Drachenreiter hierzu.
welche Energien denn hier bei dieser Verbindung aktuell sind oder vielmehr was zu erwarten ist. Das Leben auf Erden ist eine Heldenreise. Wichtig ist das Sichtbare und Offenkundige ebenso zu meistern wie das Unsichtbare und Mystische. Die Zahl 20, Landa und Clarida. Ja, hier heißt es für mich wirklich, das Sichtbare sind die Münzen. Das Unsichtbare, Mystische ist eure Verbindung, bist du. Also hier darf jemand sich nicht nur auf die Münzen konzentrieren, also auf die materiellen, finanziellen Dinge oder auch Vertragsangelegenheiten, sondern hier auch ins Gefühl kommen, mit den Wogen, mit den Wellen sich treiben lassen. Auch du darfst es hier fließen lassen, ja? Einfach mal frei wie die Vögel sein, frei durch die Welt schweben oder schwingen. Und ja, lass dich hier von irgendeiner schweren Energie, falls es diese noch gibt, nicht herunterziehen. Ja, meine Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute und ich freue mich aufs nächste Mal an der Strandpromenade der Orakelnixe. Tschüss, macht's gut, bye bye, au revoir, bis demnächst, deine Orakelnixe.